willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Hallo Alexandra. Ich hoffe, man versteht uns heute besser als beim letzten Mal. Ich wollte Entschuldigung sagen für die wirklich miese Tonqualität beim letzten Mal. Wir wissen nicht, woran es lag. Ne? Nee. Wir waren im optimalen Sitzungssaal der AfD-Bundestagsfraktion, ja. Hatten auch vorher getestet. Ja. Und plötzlich hat sich das angehört, als wenn wir in der Tropfsteinhöhle sitzen würden. Also es war nicht schön, aber trotzdem haben ja Zehntausende das Ganze angeguckt. Ja, wie immer. So, wir begrüßen heute aus Schmöll. Ich wollte noch einen Aufruf starten. Für alle die, die sich immer beschweren, ja, wir nehmen immer ehrenamtliche Hilfe an. Wir nehmen Tontechniker, Friseure, Visagisten. Ja, ja, ja. Ach ja, genau, das wollten wir auch noch sagen. Wir nehmen, was nehmen wir? Alles eigentlich. Wir nehmen alles. Ja. Wir machen ja hier das sozusagen wie so Laien, das ist eine Laienspielschar, oder? Ja. Kann man das so sagen? Ja. Also wir haben keine Visagisten für 10.000 Euro im Monat, wir haben keine Fotografen für 100.000 Euro im Jahr, wir haben auch keine Tontechniker. Wir machen das einfach so nach Lust und Laune, weil uns das Spaß macht und wie wir halt so. Wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und wir drehen auch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich kann auch nicht dem Tontechniker und dem Lichtdesigner sagen, dass alles scheiße war, weil ich alles selber gemacht habe. Deshalb, wer gute Ideen hat, die erste Möglichkeit ist erstmal Kontakt aufnehmen. Ja. Und dann sagen wir, ich meine, wenn sich jetzt flächendeckend Hunderte melden, ja, müsste der auch gar nicht mitreisen, sondern wir hätten ja immer vor Ort dann auch denjenigen, der sich um die Technik kümmert. In jedem Ort in Deutschland quasi ein Visagist, ein Friseur, ein Techniker, ein Tontechniker, ein Lichttechniker. Was wir damit sagen wollen, ist eigentlich, die Zuschauer sind selber schuld, wenn der Ton so schlecht ist, sie könnten ja mithelfen. Ja. Wer es besser kann, ist herzlich willkommen. Genau. So, da sind wir die Schuld schon wieder los. Ja, so einfach. Ja, mir rutscht schon wieder hier die Brille runter. Wir haben ja, das war ja letzte Woche schon so ein bisschen warm am Wochenende. Wir hatten ja so ein kleines Filmchen gedreht, lief auch ganz gut. Wo waren die Antifanten in Würzburg? Sie waren nicht da. Warum waren sie nicht da? Weil es zu warm war, ne? Da war es aber noch wärmer als heute. Und genauso warm ist es heute in Schmölln. Habe ich schon erwähnt, dass wir in Schmölln sind? Nee, aber jetzt. Ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt gerade. Nee, du wolltest, genau. Oder hast du das rausgeschnitten? Ja, jedenfalls sind wir in Schmölln. Und auch da ist nicht gerade kalt. Schmölln ist in Ostthüringen. Und wie wir heute gelernt haben, also das wusste ich von vorher, aber das ist der zweite Aspekt nicht. Erstens natürlich Weltmarktführer bei Mutzbraten. Ja. Mutzbraten, mal googeln, M-U-T-Z Braten, wurde in Schmölln erfunden. Und bei Knöpfen. Ne? Ja. Schmölln muss mal der Nabel der Welt gewesen sein, was die Knopfindustrie angeht. Da haben wir uns heute kundig gemacht. Also ich habe gerade geguckt nach deinen Knöpfen. Ja. Die sind jetzt nicht aus der Steinnusspalme. Knöpfe wurden, wie wir erfahren haben, also das war hier was so entwickelt wurde, das war sozusagen der Fortschritt aus der Steinnusspalme, ja, die aus Südamerika mitgebracht wurde von Schiffen, von so Segelschiffen, ne? Ja. Aber nur so als Ballast. Und ja, so ein Schmöllner hat herausgefunden, daraus kann man super Knöpfe machen. Und so wurde also Schmölln zur Knopfstadt. Irre. Ist es leider nicht mehr, aber es gibt ein Knopfmuseum, das haben, ja, wir uns angeguckt heute. Und da laden wir auch alle recht herzlich ein, genau, dahin zu gehen. Wir haben ein Knopfmuseum gesagt, also das ist jetzt nicht so, als wenn man da jeden Tag stundenlang anstehen muss, weil man keine Eintrittskarte kriegt. Also die würden sich schon über Zuspruch freuen. Also wenn ihr mal nichts zu tun habt, fahrt mal nach Schmölln, geht in das Knopfmuseum und esst nicht da, aber woanders in Schmölln einen Mutzbraten. Genau, Urlaub in Deutschland. So wichtiges Thema, wo wir auch diese Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. Zu Urlaub in Deutschland? Ja. Warum? Ja, es ist zu warm. Weil wir beim Thüringen Tourismus noch einen Termin haben. Ach, den haben wir auch noch, okay. Es gab mal, kennst du noch Dirty Harry? Harald Schmidt. Harald Schmidt. Das ist jetzt derjenige, der, genauso wie Otto und Winnetou, glaube ich, ne? Ja. Und alle kommen jetzt mal so Warnhinweise. Also wir kennen das ja von Apotheken, von Medikamenten, zu Nebenwirkungen, wie sagt das? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin. Das soll auch gegendert werden übrigens demnächst, ne? Ja, ja. Habe ich gelesen. Und genauso gibt es jetzt bei Harald Schmidt, bei Otto, überall so Warnhinweise. Also eigentlich, dass man es nicht mehr gucken soll. Auch bei, wie hieß mal die Sendung mit den Versicherungsmenschen? Das war auch so eine Serie über viele, viele Staffeln, der immer so schmutzige Witze gemacht hat. Das war aus so einer Versicherungsagentur. Wie hieß er noch? Egal. Jedenfalls, Stromberg. Da habe ich es geliebt. Wenn die überhaupt noch ausgestrahlt werden dürfen, dann mit Warnhinweis. Und der nächste Schritt ist dann natürlich das absolute Canceln und wahrscheinlich Schreddern und Vernichten. So wie bei George Orwell mit dem Gedächtnisloch wird da alles reingeschmissen. Also wie komme ich auf Dirty Harry? Weiß ich auch nicht. Es gab mal kurzzeitig, gab es immer, wir sagen ja zu deutschem Wasser. Ach ja? Ja, man hat ja mal einen Schluck Wasser getrunken in seiner Sendung. Das mache ich jetzt auch mal. Das war bei 45 Grad. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das nie geguckt habe, weil das einfach für meine Begriffe viel zu spät kommt. Oder kam. Gibt es ja nicht mehr. Und da schlafe ich halt einfach schon. Das ist natürlich mal ein Problem, wenn irgendwas zu spät kommt. Ja.
Aber er ist ja richtig Kult geworden in letzter Zeit. Ja, aber auch nur, weil er einer derer ist, die jetzt sich leisten können, aufgrund ihres Alters noch die Klappe aufzumachen. Und der hat eh keinen Job mehr bekommen, auch vorher nicht mehr. Ich muss die Brille aufsetzen, weil es wird zu hell. Ja, aber jetzt wollen wir mal politisch werden. Ja. Reden wir mal über Christian Lindner. Genau. Christian Lindner. Dirty Christian. Na, no, so weit ist noch nicht. Die kichernden Mädchen am Infostand machen mich ganz nervös. Ja, das müssen wir doch sagen. Wir haben einen Infostand hier in Schmölln von der Landtagsfraktion und da haben sich jetzt tatsächlich drei doch relativ junge Mädchen eingefunden. Die sind 16. Und diskutieren, also richtig heftig mit unserem Thomas Rudi. Oh, der ist jetzt gerade dabei, den Mitgliedsantrag rüberzureichen. Der stimmt das hier gerade. Der macht das immer super. Ja, man kann sich auch dem Charme gar nicht entziehen. Also, so, Christian Lindner. Auf Frauen wirkt er. Das ist wie bei Christian Lindner. Genau. Und da sind wir wieder bei Christian Lindner. Ja, genau. Der hat ja geheiratet. Christian Lindner, das ist ja der Finanzminister. So, und dem, ja. Der hat gerade so eine schwierige Phase im Leben, weil der Haushalt wird bald diskutiert. Ja. Und das wird, glaube ich, gar nicht mal so lustig werden. Nee, der liegt ja schon als Entwurf vor. Ne? Ja. Und die erste Woche, also die erste Lesung des Haushalts ist vorgesehen in der... Also das deutsche Wasser hatte ein bisschen Kohlensäure. Die erste Lesung ist vorgesehen in der ersten Septemberwoche. Da geht es ja mit der Bundestagssitzung wieder los und da wird auch der Haushalt debattiert. Ich glaube, das ist nicht gerade die schönste Zeit für so einen Finanzminister, weil wir haben nicht so viel Geld in Deutschland. Ja, der wurde über den Tisch gezogen. Ne? Wir hatten ja sein Wirtschaftsentlastungspaket da irgendwie, so Steuererleichterungen wollte er machen. Und da hat dann die Lisa heißt sie, also jedenfalls die Familienministerin gesagt, nee, machen wir nicht. Ja. Ich wollte erstmal irgendwie 12 Milliarden für Kindergrundsicherung, bevor du 5 Milliarden für die Wirtschaft, also Steuererleichterungen geben kannst. So war es ungefähr. Ne? Ja. Das ist der gleiche Christian Lindner, der ja noch vor einigen Wochen getönt hatte, als es zum Heizungsgesetz ging, wo doch alle gefragt haben, warum hat denn die FDP dem Heizungsgesetz im Bundeskabinett zugestimmt und im Bundestag dann gesagt, wir müssen was ändern, hat er gesagt, im Bundeskabinett. Wäre immer alles einstimmig und dann müsste man das und dann würde das in den Bundestag gehen und da könnte man ändern. Ganz anders jetzt bei den Grünen. Die hatten im Bundeskabinett schon gesagt, nee, will ich nicht. Zack, ja. War die Sache gestorben. Und jetzt soll der Christian Lindner mal gucken, wie er die Wirtschaft entlastet. Ja, dazu muss man ja auch sagen, es ist ja auch immer die gleiche FDP eigentlich. Ja. Und er ist auch der Parteivorsitzende. Genau, die machen einmal so und machen dann einmal so. Und jetzt hat er sich kann also, mal verlassen. Jetzt hat er mal so richtig auf den Tisch gehauen. Ja. Und in einer minutenlangen Eloge mit vielen Verrenkungen uns zur Kinderarmut erklärt, dass das Kinderarmutsproblem eigentlich gar kein deutsches Problem ist, sondern wie so viele Probleme in Deutschland ein zugewandertes Problem ist. Na sowas. Was heißt das? Sind nur arme Kinder zugewandert? Ja, ganz überwiegend. Also es wird ja immer gesagt, die Armut der Kinder oder die Anzahl der Kinder, die in Armut leben, nimmt immer mehr zu, ja, weil die Zuwanderung immer mehr zunimmt. Also wenn ich jetzt richtig gesehen habe, diese Statistik, ist die Zahl der armen Kinder, der eingeborenen armen Kinder ist relativ stabil in den letzten Jahren geblieben. Und der Zuwachs in armen Kindern kam halt dadurch, dass sehr viele eingewandert sind. Und worin sind sie eingewandert? In die Sozialsysteme. Und so sieht es nun aus in Deutschland. Und diese die Wahrheit, haben ja auch mehr Kinder. Und diese Wahrheit wird jetzt langsam transportiert und ist natürlich, oh Wunder, sofort schon ausländerfeindlich, rassistisch und ich weiß nicht was alles. Ja, man könnte natürlich auch sagen, Kinderarmut hängt ja auch damit zusammen, weil viel Geld für andere Sachen ausgegeben wird und dann weniger Geld für die Kinder da ist. Ja, so sieht's aus. Ja. Wobei die Armutsdebatte ansonsten ist ja auch schon sehr komisch. Ne? Es gibt ja, die Armut ist definiert, weißt du es besser? Wir haben so einen Median, ne? Ja. Also nicht der Durchschnitt des Einkommens ist das, sondern so der gewichtete Durchschnitt des Einkommens in Deutschland. Und naja, der Median ist ja eigentlich, damit die Ausreißer nach oben und unten nicht mit einberechnet werden. Ja genau, ich sage, ein gewichteter Durchschnitt ist das, kann man so sagen. So ja. Kann man das sagen. So, und da gibt es, die Definition von Armut ist welche? Da drunter, dann ist man schon arm. Weiß ich nicht. Aber ist auch egal, wie man es berechnet. Ja. Ich sage nur, egal wie man es berechnet nach den Statistiken, wenn man alle Einkommen in Deutschland verdoppeln würde, hätte man immer noch die gleiche Anzahl, nach dieser Definition, die gleiche Anzahl der Armen. Ja. Also die Definition ist schon aus meiner Sicht sehr überlegenswert. Wenn man sagt, man nimmt irgendwie einen Durchschnitt, er verdoppelt alles, dann ist der Durchschnitt ja auch nicht viel anders. Nee. Hinterher bezogen aufs Ganze. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Nee, ich rechne schon wie Robert Habeck. So. Aber unabhängig davon ist, wie gesagt, das auch eins wie so viele Probleme ein zugewandertes Problem. Ja, wir haben ja auch gerade im Museum, da hatten wir gefragt, naja, woran hapert es, wie ist es mit dem Geld und so. Und da hat sie halt gesagt, und sie hat ja recht, es ist halt eine freiwillige kommunale Aufgabe. Wir unterscheiden ja zwischen Pflicht- und freiwilligen Aufgaben von Kommunen. Und
je mehr Geld für die eine Seite ausgegeben wird, desto weniger Geld ist für die andere Seite da. Richtig. Wobei für die eine Seite, also die Pflichtaufgaben, immer aufgewandt werden muss. Da habe ich gar keine Chance, irgendwas anderes zu machen. Und gerade hier, das wird wahrscheinlich woanders auch nicht wesentlich anders sein, ist es so bei den kreisangehörigen Gemeinden, dass die Kreisumlage extrem hoch ist. Also in anderen Worten, wird den Gemeinden erstmal fast alles weggenommen. Und dann hinterher müssen sie auf Knien zum Landratsamt rutschen und sagen, bitte gib uns doch mal ein bisschen was wieder. Wir müssen ja auch vor uns vor Ort was machen. Also ein völlig verkorkstes System in Deutschland. Und wir fragen uns jetzt, Christian Lindner war ja eigentlich das Problem, warum sagt der plötzlich was? Warum darf der plötzlich dermaßen kritisch in die Öffentlichkeit gehen, Klammer auf, mit Sachen, die wir schon seit 10 Jahren sagen und seit 10 Jahren dafür verprügelt werden, Klammer zu. Könnte es sein, dass er morgen wieder zurückrudert? Das ist ja das Problem. Wir zeichnen jetzt, diesmal sind wir nicht so zeitnah dabei wie beim letzten Mal. Nee. Es kann schon sein, dass bei der Ausstrahlung dieser Sendung die Sache Friedrich Merz technisch gelöst wurde und er die Goldmedaille im Zurückrudern gewonnen hat. Ich finde, Zurückrudern ist so ein schönes Bild. Ja. Ich mag das so gerne. Ich finde, das sieht aber auch andere, sehr lustig. Aber auch andere, bei anderen merkt man, dass Wahlkampf ist. Ne? Zum Beispiel Jens Spahn, wir erinnern uns noch, unser super erfolgreicher Gesundheitsminister zu Corona-Zeiten. Der äußert sich jetzt, der ist ja für Wirtschaftspolitik zuständig. Aber irgendwie auch für alles andere. Der wird jetzt zitiert mit, wir bräuchten eine Pause bei der Zuwanderung. Eine Pause? Ich fand das ja schön, eine Pause. Wie lange soll denn diese Pause sein? Viertelstunde? Ja. Wir haben ja heute, also... Und ich wüsste jetzt auch nicht, nach welcher Pause irgendwas weniger würde. Ja. Denn nach einer Pause kommt doch... Pause? Da kommt immer das... Also die Pause wird erstmal sozusagen nachgeholt und dann geht's weiter. Aber er darf zumindest sich schon mal ein bisschen kritisch äußern, genau wie Aiwanger in Bayern so ein bisschen sich kritisch äußern darf. Da fragen Sie sich, woran liegt denn das? Ist der neue Liberalismus ausgebrochen in Deutschland? Darf man plötzlich wieder Sachen sagen, die man ja nicht mehr denken durfte? Und dann sage ich, ja, aber nur bis zum 8. Oktober. Dann sind die Wahlen rum und dann sind wir wieder sozusagen beim Status quo ante. Meinst du, dass wir das Heizungsgesetz vor dem 8. Oktober oder nach dem 8. Oktober verabschieden? Da bin ich mal gespannt. Also wenn die FDP jetzt... Den anderen wieder, so eine Retourkutsche ist ja auch denkbar wegen der Wirtschaftsentlastungsgeschichte. Bisher ist vorgesehen Anfang September. Ich sag mal, wenn es nicht in der ersten Septemberwoche klappt, dann klappt es vom 8. Oktober auch nicht mehr, weil dann wird der Abstand zur Landtagswahl zu eng und alle Leute regen sich nochmal drüber auf. Bisher ist es ja, also das liegt wahrscheinlich auch am Wetter, dass über Heizung keiner Mensch mehr spricht. Ja, klar. Aber die letzten Wochen spielt jetzt gar keine Rolle mehr, ne? Nee, also es ist halt Sommerpause. Es war gut, die Fußball-Frauen-WM hat jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute abgelenkt. Weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand mitbekommen hat. Doch, jetzt hat doch hier der eine Spanische geküsst, hast du das nicht mitbekommen? Der Riesenskandal bei der Preisverleihung, der Spanier haben gewonnen, ne? Ja. Spanierin, in dem Augenblick. Ja. Und da hat der doch, so ein spanischer Funktionär bei der Pokalübergabe, hat der einer Spanischen auf den Mund geküsst. Ja, vielleicht kennen die sich. Und das ist ja ein Riesen, ja, also die hat gesagt, sie hätte das nicht so toll gefunden. Ach so. Vielleicht hat sie vergessen, dass sie ihn kennt, ich weiß es nicht. Ja, oder ist ihr unangenehm. Na, und der hat wohl noch gesagt, ich will dich heiraten. Ja gut, aber dann ist so das gelesen. Mit dem Kuss ja schon mal ein Anfang. Ja, also ich meine, so, da habe ich wieder mitbekommen, dass die WM zu Ende ist, weil der Funktionär die Spielerin da. Das habe ich nicht mitbekommen. Geknutscht. Warst du beim Friseur und liest du Klatschblätter? Das war im Netz. Mal gucken, wie lange der noch funktioniert. Ich gehe diese Woche zum Friseur. Ich werde mal gucken, was ich da so lese. Ja. Aber ich muss das selber bezahlen. Also, weil ich bin ja keine Außenministerin. In echt jetzt oder sagst du das nur? Dass ich das selber bezahlen muss? Bezahlst du es? Ja, ich aber vielleicht hast du andere Sponsoren. Nee, habe ich nicht. Also du kannst ja noch mal überlegen. Also wir hatten jetzt Christian Lindner und wir hatten Jens Spahn. Und jetzt beißt dir gerade einen Hund in meine Kamera. Nein. Möchte der Hund mal ins Fernsehen? Nein. So, ich fühle mich abgelenkt, wenn... Das war ein Kampfhund. Ja, also für die Hitze reicht's. Wir müssen auch mal sagen, wir machen ja auch bei 5 Fragen, 5 Antworten keine Sommerpause. Ne? Nee. Wenn du mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk reinguckst, die ganze Quatschsendung, ich meine nicht, dass mich das stören würde, aber die machen wochenlang, ich glaube die Heute-Show, 3 Monate Sommerpause, echt, ja? Kriegen wahrscheinlich ihre Kohle trotzdem weiter und wir kriegen so gut wie nichts. Ja? Ja. Also für unser Film zumindest nicht. Und machen trotzdem 0 Sommerpause. Das muss man auch mal sehen. Und da kann man uns auch mal nachsehen, wenn mal der Ton nicht klappt oder wenn das mal inhaltlich nicht so eine 100%ige Punktlandung war. Meistens finde ich es aber nett. Ich finde es auch nett. Ich gucke es dann gelegentlich doch mal und denke mir, was haben wir da Schönes gemacht? Ja? Denke ich mir dann meistens. Denkst du mal? Ja, ja. Ja, ich gucke es ja, weil ich es schneide. Ja, okay. Dann schneide mal fleißig. Ja. So, und wir müssen jetzt weiter, denn wir eröffnen jetzt... Ach genau, geht noch weiter. Wir sind ja im Wahlkreis hier im Landkreis Altenburger Land unterwegs. Schmölln hat man schon erwähnt. Jetzt geht es nach Gößnitz. Da haben wir jetzt gleich die... Aber wenn wir das jetzt sagen, dann wissen ja alle, wann gedreht wurde. Aber wir können ja sagen, das können wir auch sagen, wir eröffnen die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages und danach, und dazu laden wir alle Zuschauer herzlich ein,
um 18 Uhr in Gößnitz im Wahlkreisbüro zum Sommerfest. Ja. Dutzende von Leuten haben sich angemeldet. Lecker Mutzbraten, vielleicht gibt es Bratwürstchen, Bier und alles Mögliche. Wunderbar. Also, wer Lust hat, heute am Aufzeichnungstag, am Ausstrahlungstag ist aber schon vorbei. Da ist es dann schon vorbei, ja. Ist halt manchmal so. Wir machen ein Foto. Ach, und was wir noch machen wollten ist, wir blenden noch mal ein, Schmölln, die Katastrophenjahre 1771 und 1772. Da machen wir gleich noch mal die Tafel, habe ich im Museum geknipst, was da in Schmölln los war. Irre. Und da sagt man sich, oh, es war mal warm, es gab mal einen Schauer. 1771, 72, Klimawandel antizipiert in Schmölln, schon vorhanden gewesen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber der Kachelmann hat ja auf deinen Klimatweet geantwortet. Oh, was habe ich denn geklimatisiert? Du hattest wegen Wetter und Klima und da hat er dazu was geschrieben. Ach, das war meine Frage, die ich gestellt habe, wie denn Unwetter irgendwas mit dem Klima zu tun haben. Aber ich freue mich ja, wenn der Kachelmann Zeit hat, der ist ja sonst immer nur mit seinen 20 Freundinnen beschäftigt. Ist er eigentlich schon freigesprochen worden wegen der Schmuddelsache? Weiß ich gar nicht. Aber guck mal, wenn er twittert, dann kann er wenigstens nicht rumschmuddeln, ist doch schön. Ja, genau, das hilft. Das ist das Hündchen wieder. Ja, wir machen jetzt mit dem Tschüss. Hund und machen uns Spaß mit dem Hund. Ja, später. Tschüss. Irgendwann. Tschüss.